weiß nicht, ob ihr alle wisst, warum wir heute gekommen sind. Gestern waren Wahlen in Japan und es wurde schon befürchtet, dass derjenige gewählt wird, der für Atomkraft ist. Und so ist es gekommen. Die Partei ist gewählt worden, die wieder für Atomkraft ist. Es wird also bestimmt nicht geholfen werden in Fukushima, denn angeblich sind ja überhaupt keine Strahlenopfer da. Angeblich sind die Kinder nicht verstrahlt, auch wenn das erste Kind untersucht worden ist, das bereits Krebs hat. Das wird als nicht richtig bezeichnet, weil angeblich erst Krebs nach 4 Jahren dieser Schilddrüsenkrebs gefunden werden kann. Das Atomkraftwerk in Oi heißt es, glaube ich, Oi. Oi liegt auf einer Erdbebenspalte. Das ist also höchst gefährlich. Und es müsste sofort abgestellt werden. Stattdessen, obwohl es bekannt ist, dass es so auf einem gefährlichen Punkt ist, läuft es weiter. Wir fordern, dass das Atomkraftwerk ausgeschaltet wird und dass den Menschen in Fukushima und Umgebung geholfen wird. Es wird nicht geholfen, es wird nichts getan. Nicht für die Kranken, nicht für die, die in ihre Häuser nicht zurück können. Japan ist eines der reichsten Länder der Welt und trotzdem wird nichts getan. Ich, das ist meine Meinung, ich weiß nicht, ob ich das laut sagen darf, das gleiche gilt für mich für Deutschland. Ich finde, diese Staaten, die uns Bürger benutzen, um Geld zu verdienen, den großen, hier in Deutschland sind es die 4, in Japan sind es 2 oder 3 Atomkonzerne oder wie viele, weiß ich nicht. Die Staaten sind auf jeden Fall damit einverstanden und die Staaten und die Konzerne verdienen das Geld auf Kosten der Bürger. Die Bürger werden krank, die Großen werden immer größer. Wir müssen fordern, dass alles abgestellt wird und erneuerbare Energien nur genommen werden. Ich danke euch.